Herzlich willkommen und ja, auch von meiner Seite 15 Minuten Training, mehr Zeit für das Wesentliche. Also das ist ja so ein bisschen, muss man dazu sagen, ist so ein bisschen mein ja, wie sagt man, Stichwort. Der eine oder andere, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich versuche, die Zeit immer so möglichst effizient wie irgendwie möglich am PC zu verbringen, weil ganz ehrlich, ich habe was anderes zu tun, als jedem Bar oder jedem Candlestick einen Namen zu geben und das von rauf nach runter und rechts nach links zu interpretieren. Also insofern ist mein Ansatz generell, also dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie generell der ganze Spaß bei mir funktioniert. Ich mache mir ein einziges Mal Gedanken und durchdenke eine Strategie von A bis Z auf dem weißen Blatt Papier. Und dann sehe ich, okay, welche Möglichkeiten gibt es, das zu automatisieren? Also ich rede nicht von automatisierten Handelssystemen, sondern ich rede davon, welche Arbeit kann ich dem PC geben? Der ist ja nicht blöd. Dementsprechend fütte ich ihn mit meinen ausgedachten Ansätzen und lasse ihn die meiste Arbeit machen, sodass, wenn ich zur Handelsvorbereitung mich an den Bildschirm setze, 14:30 ist so meistens so ein Stichwort, dann kriege ich schon Vorschlagslisten durch die Bank. Ich kriege auch schon Vorschlagslisten für starke Aktien, für schwache Aktien. Ich kriege eine Interaktion vom Gesamtmarkt. Wie wird der entsprechend laufen? Beziehungsweise was heißt laufen? Also wie ist im Moment der Status quo. Ich bekomme meine viel genannten Reversal Moving Bars angezeichnet. Das alles funktioniert vollautomatisch, weil ich mir da ein einziges Mal Gedanken darüber gemacht habe und das eigentlich in jede Plattform, in jede Handelsplattform, ob das jetzt der Nanotrader sei, ich glaube, da haben wir sogar ein Paket, Stefan, wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir ja. Genau, oder ob das in alle anderen Plattformen, Pro Realtime, Ninja und wie die alle heißen, spielt alles keine Rolle, solange irgendwie die Möglichkeit besteht, dort entweder selbst zu programmieren über C++ oder aber Add-ons zu installieren, solange funktioniert auch die entsprechenden Möglichkeiten, diese Scanning-Geschichten entsprechend einzusetzen. Das ist mal nur so der Kontext, damit ihr wisst, dass diese 15 Minuten tatsächlich kein Hexenwerk sind. Das ist kein Marketing-Gag, was ich da reinschreibe, sondern meine Vorbereitung. Also ich habe es mal gestoppt. Wenn ich wirklich straightforward bin, die braucht wirklich nur eine Viertelstunde. So, und dann stelle ich mir natürlich die Frage, also ich meine, ich fülle meine Zeit. Stefan weiß es auch sehr gerne mit anderen Tätigkeiten. Böse Zungen behaupten, ich bin Triathlon-Profi und habe als Hobby Börse und nicht umgedreht, weil also der Zeitfaktor im Triathlon ist definitiv höher als im Trading. Und kann eben damit meine Zeit so effizient wie möglich einsetzen. Und das ist mir eigentlich ein Anliegen. Und das wiederum kann jeder im Berufstätig, der berufstätig ist, einem Bürojob nachgeht, kann das auch machen. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich den Spannungsbogen genug aufgebaut. Jetzt starten wir mal damit. Gucken wir uns den Spaß mal an, worum es hier letztendlich geht. Ich glaube, ihr habt ihn heute gefühlte 100 Mal gelesen, den Risikohinweis, gehe ich von aus, Hatten wir schon ein paar nämlich. Mal, ja. Aber sag ruhig noch mal. Genau. Also wahrscheinlich können die Teilnehmer dem mittlerweile mitsprechen. Denken Sie bitte daran, dass eben die Börsengeschäfte mit erheblichen Risiken verbunden sind und sie letztendlich auch auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr handeln. Insbesondere möchte ich in dem Fall nochmal darauf hinweisen, hier bin nochmal ich, dass ich natürlich Berater und Händler von der Vermögensverwaltung Born und Stahlberg bin. Dementsprechend, wenn ich Ihnen heute Positionen zeige, denken Sie da bitte dran, dass ich persönlich natürlich in einem Interessenkonflikt stehe, weil die Positionen oder die Trading-Ideen, die jetzt da auftauchen, logischerweise auch in der Vermögensverwaltung gehandelt wurden, gehandelt
werden können. Also insofern möchte ich das einmal da nochmal vorausschicken. Ja, ganz kurz zu mir. Der Stefan hat es schon angekündigt. Es gab eine Doku vor, glaube gut 10 Jahren in NTV mit N24. Und da hat man mich so, ich sag mal, 2, 3 Tage begleitet und hat so ein bisschen meinen Alltag, ja, ich sag jetzt mal, dokumentiert und natürlich auch so ein bisschen rausgestellt. Das war, ich kann mich noch entsinnen, dass man natürlich unterschiedliche Charaktere letztendlich irgendwie auch darstellen wollte. Ich glaube, da ist klar, dass dann natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, Regie geführt wird. Der eine ist eben, ich sag mal, der Super-Duper-Trader und der nächste ist eher, ich sag mal, so macht das so für sich und dann gibt's halt jemanden, der gerade noch lernt. Also so, um diese Charaktere zu beschreiben. Ja, long story short, will sagen, ich bin schon seit einigen Jahren im Geschäft, im Trading-Geschäft unterwegs. Ursächlich komme ich aus der Unternehmensberatung und habe auch eine eigene Unternehmensberatung gehabt. Und da kommen wir wieder auf diese 15 Minuten zu sprechen, diese viele Reiserei. Das war nicht mehr meins. Mir ging es also darum, ich hatte dann auch privat ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis und irgendwann braucht man mal so ein, ja, wie nennt man das, so ein Key-Opener, der einem sagt, okay, das war's. Wenn du so weitermachst, möchtest du quasi natürlich nicht so das letztendlich mitnehmen, wie das vielleicht andere Familienmitglieder gemacht haben. Dementsprechend habe ich mich dann für den Weg an der Börse ihn entschieden. Und jetzt muss man dazu sagen bei mir, das klingt immer so wie, ach, dann hat er Unternehmensberatung verkauft, zack, und da war er Börse, zack, und da war er erfolgreich, zack, und jetzt schon ist er berühmt. Das ist nicht der Fall gewesen, sondern das ist ein begleitender Prozess gewesen. Insofern möchte ich Ihnen so ein bisschen Mut machen, dass Börsenhandel nicht von heute auf morgen zu lernen ist, sondern dass das ein Prozess ist, der dauert. Das ist wie eine normale Ausbildung, ein Studium und Praxis und. Das ist ein fortwährender Prozess, der nicht jetzt auf gleich funktioniert oder nicht funktioniert. Ich würde sagen, nicht funktionieren kann sogar. Aber ja, da will ich mich auch mit keinem entsprechend drüber streiten. Was möchte ich heute? Ich möchte zunächst mal so ein bisschen Grundlagenbereiche schaffen, weil Sie sehen da jetzt erstmal nur 3 Punkte. Wir haben aber gesagt, wir brauchen 15 Minuten Zeit zum Trading. Der Vortrag dauert länger. Und wir brauchen, nachher kriegen Sie ein 5-Punkte-Checklisten-System, in dem Sie sagen, okay, zack, 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 das muss ich alles machen. Und dann kann ich entsprechend meine Trading-Ideen optimieren. Vom Grundsatz her geht es mir immer darum, dass ich erstmal die Gesamtmärkte entsprechend formuliere und entsprechenden Status quo aufnehme. Ich mache das jetzt mit Ihnen ganz bewusst erst ein einziges Mal manuell. Das läuft hinterher alles automatisch bei mir. Das heißt, wir kümmern uns als erstes Mal, als ersten Punkt, erstmal ganz grob um die Trenderkennung. Dann kümmern wir uns um Trendumkehr. Was ist sozusagen eine Trendumkehr? Und dann wird super spannend, nämlich dann gucken wir uns gezielt unterbewertete Aktien an und die unterteilen wir dann in ein 5-Schritte-System, in ein 5-Punkte-Checklisten-System. Ich glaube, das kann mittlerweile fast jeder runterbeten ist das Wort. Nämlich, wenn wir einen Aufwärtstrend haben, haben wir immer steigende Tiefpunkte und immer steigende Hochpunkte. Ich weiß gar nicht, gefühlt habe ich das schon 1 Million Mal erzählt und jeder nickt meistens auch. Also Sie wären nicht die Ersten, die sagen, nee, das ist mal völlig neu. Schwierig wird's, wenn Sie dieses illustrierte Schaubild im Chart anwenden sollen. Dann kommen regelmäßig Fragen wie, ja, aber ich sehe das jetzt aber, das ist aber für mich mehr ein Seitwärtstrend. Oder wo holen Sie denn da jetzt den Aufwärtstrend her? Ich sehe gar keine steigenden Tiefpunkte. So, und das alles, das kann man hier im Markt entsprechend abbilden. Und
Die Schwierigkeit ist eigentlich, das, was hier so super einfach aussieht, habe ich ja bewusst so einfach gemacht. Die Schwierigkeit ist eigentlich letztendlich der Bereich hier eben zu sagen, okay, ich habe eine Akkumulationsphase für steigende Märkte, eine Distribution für eine Umverteilung, also für fallende Märkte. Das ist immer gleich übrigens. Also eine, wenn ich von einer Akkumulationsphase spreche, ist es immer eine Aufwärtsbewegung. Eine Distribution immer eine Abwärtsbewegung. Und das erste Mal intakt ist der ganze Spaß hier oben. Das heißt also, ab hier habe ich hier per Definition einen höheren Hochpunkt als den linksseitigen. Somit steigende Hochpunkte. Dann habe ich hier steigende Tiefpunkte, einmal hier und einmal hier. Somit ist auch das erfüllt, also per Definition erfüllt. Wir gucken uns das aber gleich an. So sehe das aus, als Beispiel jetzt mal hier am DAX Future. Und hier sieht man, hier haben wir ganz klassische steigende Tiefpunkte. Und eigentlich sagen mir die nächsten jetzt schon wieder, ja, Moment mal. Aber guck mal hier, siehst du das nicht? Guck mal, da geht der Markt doch nochmal runter. Warum hast du denn das nicht eingezeichnet? Und genau da fängt schon wieder die Interpretation letztendlich an. Das ist ja noch relativ in den Trend schwungen. Ich nehme es jetzt mal von der Bewegung des Marktes und von der entsprechenden Korrektur des Marktes. Also wir haben hier, sagen wir mal, 100% Bewegung, 50% Korrektur, 100% Bewegung, 60% Korrektur. Diese kleine Korrektur, die wir hier sehen, dieses kleine Stückchen, gehört nicht in diesen gesamten Trendaufbau hinein. Das wäre vielleicht eine sehr gute Trading-Gelegenheit auf Stundenbasis. Aber da wir uns hier auf One Day, also auf einem Tag befinden, ist die zu handelnde und zu erklärende Trendgröße auf Tagesbasis. Das ist eigentlich, ich glaube, selbsterklärend, ne? Also wir haben hier entsprechend steigende Tiefpunkte und wir haben hier entsprechend steigende Hochpunkte. Das sieht eigentlich, hoffe ich, dass das noch jeder erkennen kann, was dort letztendlich im Markt passiert. Was jetzt letztendlich der nächste Punkt ist, nämlich, dass wir hier in diesem Bereich, deshalb habe ich den extra farbig markiert, eine entsprechende Abwärtsbewegung haben. Und das ist das, was ich immer sehr gerne als Korrektur bezeichne. Nämlich, diese Abwärtsbewegung hier runter ist zunächst mal nichts weiteres als eine Distributionsphase innerhalb dieses Aufwärtstrends. Hier haben wir den Aufwärtstrend, hier ist die Distributionsphase. So, jetzt macht der Markt wieder steigende Tiefpunkte, also er zieht wieder an, aber er macht keine neuen Hochpunkte mehr hier. An dem Punkt nicht und an dem Punkt nicht. Somit ist eigentlich schon Gefahr in Verzug, weil dieses Stückchen, was jetzt hier abwärts geht, diese Ecke hier runter, beschreibt einen Trendumkehr im Markt. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Wenn wir nämlich, ich habe das hier mal überschrieben mit das Offensichtliche vermeiden. Wenn wir nämlich auf die Trendfortsetzung spekulieren, gehen nochmal hier zurück, dann glauben wir natürlich, dass dieser Trend sich ewig fortsetzt bis irgendwie ins Nirvana. Tut er aber nicht, sondern er wird, die Bäume wachsen in den Himmel, das ist immer so eine Annahme, die ich gerne hier aufzeige, sondern was nämlich passiert ist, gehen wir mal hier gleich zurück. Was nämlich ist, dass wir eine Trendumkehr in diesem Markt haben. Das heißt also, der Abwärtstrend wird, man sieht es hier, ist die Akkumulationsphase, das war eben noch unser Anstieg. Dann kommt die Distributionsphase, die zunächst mal nur eine Korrektur in einem Aufwärtstrend ist, aber jetzt gehe ich wieder hier zurück, aber hier sieht man es sehr schön. In dem Moment, wo der Tiefpunkt hier unten bei 12.200 durchbrochen wird, ist es ein Abwärtstrend. Das heißt also, diese Aufwärtsbewegung ist nicht mehr existent, wenn der Markt signifikant unter die 12.200 fällt. Damit
ist das ein Abwärtstrend? Kann das jeder nachvollziehen? Das heißt also, jeder, der long gewesen ist, aus welchen Gründen auch immer und vor allen Dingen von wo auch immer, vollkommen egal, muss hier unten die Reißleine ziehen. Nämlich in dem Moment hat er hier ein echtes, denke ich, ein echtes Problem, weil seine Aufwärtsspekulation nicht mehr intakt ist. So, jetzt kriege ich gerade eine Frage vom Daniel. Und zwar, die gleiche Bewegung war doch auch schon im Mai. Wo ist da der Unterschied? Im Mai meint er diese Bewegung. So, was man jetzt hier sehr, sehr schön erkennen kann, ist, dass hier die Aufwärtsbewegung viel kürzer ist und die Abwärtsbewegung viel kürzer ist. Das heißt also, das Verhältnis hier, das Verhältnis dieser Bewegung ist ein anderes Verhältnis wie diese Bewegung. Und deshalb hat man hier das als Aufwärtstrend definiert und das als Abwärtstrend definiert. Mir geht es jetzt darum, dass diese Trendumkehr, also egal in welchem Markt, wir gucken uns das gleich auch nochmal live an, also nicht, dass wir nur hier quasi auf Folien agieren. Diese Bewertung, A, ist ein Trend vorhanden, B, ist eine Trendumkehr oder gibt es eine Trendumkehr vorhanden, wird in jedem Markt, in meiner sogenannten Intermarket-Definition, umgesetzt. Also im S&P, im Mini-Dow, im Nasdaq und so weiter und so fort. Das ist zwingend der Fall. Der nächste Punkt ist jetzt, also das ist das, was, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen Vorgeplänkel ist. Und der nächste Punkt ist jetzt, dass wir gezielt unterbewertete Aktien finden wollen. Und jetzt kommt eigentlich das eigentliche Hauptthema. Das, was wir eben gemacht haben, Trenderkennung, Trendumkehr, ist für mich nur dafür da, damit ich die gefundenen Aktien besser ins Verhältnis setzen kann zu den Gesamtmärkten. Gesamtmärkte sind definiert durch S&P, Mini-Dow, Nasdaq, Crude Oil, Gold. Von mir aus auch noch Silber. So. Und da haben wir jetzt endlich unsere 5-Punkte-Checkliste. Nämlich, als allererstes machen wir eine Intermarket-Bewertung. Das ist das, was ich eben gezeigt habe. Deshalb habe ich bewusst diese Vorübung, diese Vorarbeit gemacht. Das heißt also, wir gucken uns zunächst mal an, ist der S&P, ist der DAX, ist der Nasdaq in einem Aufwärtstrend? Ja oder nein? Zweitens, haben wir eine mögliche Trendumkehr im Markt? Ja oder nein? Drittens, ist der Trend in einer Akkumulationsphase oder in einer Distributionsphase? Wenn er in einer Distributionsphase wäre, könnte ich davon ausgehen, dass diese Bewegung ja wieder trendkonform fortgesetzt wird. Insofern bietet sich dadurch natürlich die Möglichkeit, den Markt auch wieder nach oben zu handeln. Wenn nicht, und der Markt befindet sich in einer Akkumulationsphase, wir gucken uns das gleich auch nochmal live an, muss ich eigentlich davon ausgehen, dass nach einer Bewegung im Markt irgendwann auch mal eine Korrektur kommt. Und dann stellt sich natürlich die große Preisfrage, macht das dann noch Sinn, in den Markt einzusteigen? Wenn ich doch sehe, dass der Markt sich voll in einer Gesamtbewegung befindet. Dann kommen wir in die Trenderkennung rein und dann screenen wir alle Aktien, die wir vorfinden, ich erkläre gleich, wie wir sie scannen, mit entsprechenden Softwareparametern, nutzen einen einfachen, ganz wirklich einfach, einen ganz normalen Simple Moving Average und wir nutzen einen Periodenextrem. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, was das ist, ich erkläre es aber auch gleich. Weil, was möchten wir? Vielleicht seht ihr es so ein bisschen hier im Logo. Das ist auch nicht ohne Grund so, wie es ist, ne? Sondern ihr seht auch hier haben wir einen Aufwärtstrend in diesem Logo drin. Dann haben wir eine Korrektur und dann haben wir zwei rote Striche, die wieder nach oben zeigen. Das ist der Handel aus der Korrektur im Logo. So.
dann seht ihr, dass hier wieder die alten Hochpunkte angelaufen werden. So, jetzt habe ich hier, jetzt könnte man in dem Logo vielleicht noch so einen gleitenden Durchschnitt einbauen, aber mehr ist auch das, was wir jetzt hier haben, gleitender Durchschnitt, Periodenextrem, ist dieses Setup auch nicht. Das heißt, das Logo ist sozusagen für euch schon mal gedankliche Hilfestellung dafür, was ich eigentlich mit dem Screening machen möchte. Ich möchte aus der Korrektur Aktien scannen und als Vorschlagsliste haben. Und das sieht dann folgendermaßen aus beim Screening. Zunächst mal, alle Bedingungen, ich sag mal, sollten erfüllt werden und erweitert gilt dann eben noch, ich sag mal, je mehr, desto besser. Also zunächst mal brauchen wir den Aufwärtstrend. Den haben wir so wie eben besprochen. Dann brauchen wir, dass sich die Kurse über einen entsprechenden gleitenden Durchschnitt befinden. SMA 50, SMA 100, je nachdem, wie kurz- oder langfristig ihr unterwegs seid. Dann müssen die Kurse ein 4-5 Tagestief erreicht haben. Warum? Schaut mal hier oben im Logo. Ich möchte natürlich aus einer Korrektur heraus handeln. Seht ihr das? Das ist der Aufwärtstrend in diesem... Also einige scheinen dein Logo nicht zu sehen. Ich sehe es auch klar. Vielleicht einfach mal das Fenster größer machen oder so, weil es ist einfach... Das ist im Präsentationsmodus. Noch größer geht nicht. Ja, ja, deswegen. Also ich sehe es ja auch. Also ist alles gut. Ne? So. Und jetzt kriegen wir gerade hier Momente. Gut. Der Markus, nee, okay, das hat sich erledigt. Können Sie bitte nochmal die letzten 2 Minuten wiederholen? Olaf, wir haben ja eine Aufzeichnung. In der Aufzeichnung müsste mein Ton hoffentlich auch mit dabei sein. Ich mache es nochmal im Schnelldurchlauf. Wir brauchen, ich gehe nochmal hier zurück, 5 Punkte Checkliste. Wir brauchen zuerst eine Intermarket-Bewertung, Olaf. Dann haben wir eine Trenderkennung. Dann haben wir Screening durch die Softwareparameter. Dann machen wir eine visuelle Prüfung für die Einzeltitel. Und dann machen wir die visuelle Prüfung auf der kleinen Zeiteinheit. Ich hoffe, damit haben wir zunächst mal das wieder aufgeholt. So. Ja, und vom Günther kriegen wir auch den Hinweis, dass das Logo sichtbar ist. Insofern, können wir, wie gesagt, wir machen da aber auch gleich, machen wir da gleich im Live-Chart weiter, dann sieht man das auch. Gut. Worum geht's mir? Also, ich möchte einen Aufwärtstrend haben. Die Kurse müssen sich über dem gleitenden Durchschnitt befinden und die Kurse müssen 4-5 Tagestief erreicht haben. Jetzt werden Sie sagen, Moment, 4-5 Tagestief. Der Kerl, der will doch long handeln. Ja klar will ich long handeln, aber ich brauche natürlich auch eine Korrektur. Und um aus einer Korrektur zu handeln, brauche ich eben auch einen Rücksetzer, eine Distributionsfarbe, Distributionsphase. Der Martin sagt, wir sehen nach wie vor keinen Chart. Nein, einen Chart könnt ihr auch nicht sehen, weil ich habe mich hier oben auf das Logo bezogen. Das Chart kommt gleich noch, Martin. So. Das heißt also, im erweiterten Filter heißt das, dass die Kurse über einem oder einen bestimmten Marke Dollar notieren sollen. Also um Penny Stocks auszuschließen, würde ich jetzt mal sagen, alle Aktien über 10 Dollar oder über 5 Dollar. Zweitens, die Marktkapitalisierung der Aktie, nein, ist eigentlich nicht richtig. Die Aktie hat keine Marktkapitalisierung, sondern nur das Unternehmen. Also die Marktkapitalisierung des Unternehmens muss über einer bestimmten Marke notieren. Also nehmt mir bitte nicht, ich sag mal, eine Marktkapitalisierung unter 300 Millionen Dollar. Das macht keinen Sinn. Das sind ja Unternehmen, die quasi nicht richtig handelbar sind an der Börse. Also tendenziell würde ich hier ab 300 Millionen bis, ja, sagen wir mal, gutes Small-Midcaps bis 10 Milliarden nehmen. Der nächste Punkt ist, dass die Fundamentaldaten, also EPS, Earnings per Share, Float Volume, dass die eben eine extreme Long-Position signalisieren müssen. So. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe hier jetzt mal als Beispiel Finvis genommen. Hier sieht man das recht schön. Hier haben wir die Marktkapitalisierung large, also over 2 billions, heißt über 10 Milliarden.
Wir wollen eine Performance, wir haben einen 4 bis 5 Tage Tief, wollten wir haben, hier 4 bis 5 Tages Tief. Also nehmen wir hier eine Performance Week Down. Der Preis soll über $5 sein, als Beispiel. Wir hätten gerne ein Simple Moving Average above, das heißt also, die Preise müssen sich oberhalb des 50er gleitenden Durchschnitts befinden und wir möchten alle Werte aus dem S&P 500 raussuchen. Damit sind wir fertig. So, wie sieht das aus? Was kommt? Dann kommen zum Beispiel verschiedenste Aktien. Wir nehmen jetzt mal eine Cardinal Health und hier seht ihr schon, was passiert. Hier haben wir diesen Aufwärtstrend in diesem Markt. Der wird über den SMA 100 definiert. Hier sieht man das. Wenn der Markt sich oberhalb dieser Linie befindet, ist er tendenziell im Aufwärtstrend. Mir geht es dabei, vielleicht nochmal vorab, nicht so sehr darum, dass die Einzeltitel exakt einem Trend folgen, sondern mir geht es darum, dass der Markt, so wie man hier sieht, dass ich ihn vorab screenen kann. Und dann passiert nämlich Folgendes, wenn ich mir das dann angucke, oder auch hier, dass wir eben, wenn sich der Markt oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts befindet, ich will hier ganz klassischen Aufwärtstrend haben. Ich glaube, das kann jeder erkennen, hoffentlich. Und hier sieht man es nochmal genauso. Hier haben wir nochmal einen Goldchart mit drin. Und den Goldchart, der Stefan weiß es noch, ich habe mit Stefan zusammen für Investui haben wir einen Podcast gemacht. Muss ich gerade an der Stelle erzählen. Ich muss es erzählen an der Stelle. Ich habe es auch schon mal erwähnt Und heute. hast du das schon Ja, erwähnt? habe ich auch schon Und erwähnt. da haben wir, das war der, ich glaube, Stefan, helf mir. Die Strategie nennt sich Friday Gold Gold Rush, Rush. ne? Friday Gold Rush, ja. Genau. Und wir haben das war wirklich am Freitag, haben wir einen Podcast zusammen aufgenommen. Donnerstag, Und das das war der ging auch. Tag, wo das Signal kam. Und direkt nach dem Genau. Signal ist der dann $160 nach oben geschossen. Ne? So war das. Ja, nicht 160, $650 Ach, doch, so während des viel. Podcasts. Okay, das geht. Das ist okay, ne? Ja, geht. Also, das war wirklich der Knaller. Das war wirklich der Knaller. Weil während des Podcasts, Stefan und ich haben uns unterhalten über Investui, was ist das und wie kommt ihr dazu und Mail-and-Click-Service, was macht das für einen Sinn? Also wirklich ein echt spannender Podcast, kann man nicht anders sagen. Auch Stefan hat natürlich wieder aus dem Nähkästchen geplaudert, wie kein zweiter. Und dann sage ich, du, hör mal, weißt du eigentlich, wo dein Signal für dein Goldrush steht? Ja, ich habe auch schon mal so zwischendurch geguckt. Er sagte dann, und ich sag, ja, pass mal auf, ich mache mal gerade einen Screenshot von, weil ich möchte das natürlich dann auch, ich sag mal, irgendwie, wie soll ich sagen, dokumentieren, ne? Nicht, dass wir da irgendwas sprechen, das können ja auch Märchenonkel sein. War aber nicht so, sondern in dem Podcast von irgendwie 30 Minuten hat der Spaß dann $650 eingebracht, ne? Also es ist echt, ja, kann man nicht anders sagen. Da habt ihr was richtig Gutes geschaffen, also definitiv. Ja, kleiner Exkurs, das zu dem Goldchart und da sieht man hier eben auch, hier haben wir jetzt diesen Aufwärtstrend in diesem Markt und was wir möchten, ist immer aus einer Korrektur heraus handeln. Und dieses aus der Korrektur handeln zeige ich jetzt mal gerade. Also hier sieht man es nämlich nochmal sehr, sehr schön. Das ist, ich sag mal, üblicherweise eine normale Charting-Software oder Trading-Software. Also man kann da alles Mögliche mitmachen. Und hier sieht man jetzt eben das, was ich eben angesprochen habe. Und warum das wirklich nur eine Viertelstunde bei mir dauert. Ich habe hier oben sofort den Intermarket. Ich sehe sofort, wie ist die Indikation des Intermarkts. Zweitens, das hier, was hier unten die entsprechenden Aktien, die man jetzt hier eingibt, sieht man sofort, es sind natürlich heute nicht besonders viele, aber es sind der ein oder andere dabei. Ich sehe sofort, okay, der hat einen Aufwärtstrend, der hat eine 100% Korrektur hinter sich und hier hat er das Einstiegssignal generiert. Mehr brauche ich nicht machen. Das war's. Ich habe mir das, wie gesagt, nur einmal ganz kurz jetzt angeguckt. Er definiert mir hier die Trendstärke sofort vor. Ich sehe sofort das Handelsvolumen und den gleichen Spaß. Mal gucken, ob wir für Short heute auch was finden, was natürlich wenig Sinn macht. So, hier hat er jetzt auch ein paar Short-Ideen. Hier sehen wir sofort, das ist ein Abwärtstrend. Sie sehen, das ist live, ne? Also, ist nicht vorbereitet, ne? Wir haben hier sofort einen Abwärtstrend in diesem Markt. Das sieht man hier. Hier oben haben wir im Verhältnis zu dieser Korrektur
eine entsprechende zu dieser Bewegung eine entsprechende Korrektur. Und hier sieht man eben, okay, Trendstärke ist sehr hoch anzusiedeln. Das heißt also, hier kann man dann wieder eine Trading-Idee auf fallende Kurse setzen. Oder, keine Ahnung, nehmen wir die hier. Nö, das ist das, was ich mit visueller Prüfung meine. Ich gucke mir also zunächst mal den Intermarkt an. Also gehen wir das jetzt mal Schritt für Schritt durch. Ich gucke mir also als erstes mal den S&P an und sehe, okay, S&P ist im Aufwärtstrend. Erstens. Zweite Frage, in welcher Phase ist er? Bewegung oder Korrektur? Akkumulation oder Distribution? So, hier sieht man, wir sind in der entsprechenden Akkumulationsphase. Was folgt aus einer Akkumulationsphase? Eine Distributionsphase. Das heißt, wir müssen, das ist das Stichwort eben gewesen, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Man sollte eigentlich immer jetzt schon Gewehr bei Fuß stehen, dass es sich hierbei entsprechend auch um eine, ich sage jetzt mal, irgendwann einsetzende Korrektur handeln könnte. Das heißt, ich würde jetzt hier nicht bedingungslos long handeln, obwohl eigentlich ja jeder sagt, ja Carsten, siehst du das nicht? Das ist doch eine Aufwärtsbewegung. Das kann doch nicht sein. Doch, kann sein, weil wenn wir wissen, dass das Bewegung, Korrektur, ein entsprechendes Handelsmuster dahinter liegt, auf eine entsprechende Bewegung eine Korrektur folgt, dann muss logischerweise hier auch irgendwann mal hier oben Ende Gelände sein. Das heißt, ich gucke mir hier jetzt diese Gesamtmärkte, ich habe das hier gesagt, als Intermarket hier formuliert, entsprechend an. Und wenn ich das gemacht habe, dann entscheide ich mich im Regelfall für entweder eine Long-Richtung oder für eine Short-Richtung. Im Moment würde ich natürlich tendenziell eher long gehen. Natürlich nicht all in, aber generell eher long gehen. Und dann kommen eben, das sieht man dann entsprechend, die entsprechenden Vorschläge hier in diesem Chart. Und dann brauche ich nur noch die entsprechenden Aktien durchzuklicken. Und jetzt werden Sie sagen, ja, okay, jetzt gerade wieder war einer dazugekommen. Jetzt werden Sie sagen, ja, okay, jetzt screente da irgendwie aus dem Dow 30 Aktien durch. Weit gefehlt. Der Screener zieht aus allen Ausrufezeichen US-Aktien, aus 9.000 Aktien, zieht er sich jetzt nach meinen Vorgaben, die ich gebildet habe, die entsprechenden trendtechnischen Vorgaben und gibt mir Handelsvorschläge. Und da sind wir wieder bei der Viertelstunde. Sie haben jetzt gesehen, die ganze Vorarbeit, ne, um das zu erklären, wie das funktioniert. Das heißt, eigentlich habe ich nur zwei Dinge. Ich gucke mir den Intermarkt an und habe eine Indikation, ist der Long, ist der Short. Und dann suche ich, gehe ich eher in die Long-Richtung, gehe ich eher in die Short-Richtung. So, und wenn hier mal, ich habe da auch mal 20 stehen, ne, oder 25, und das war's. Und dann ist die Viertelstunde, aber ich schaffe es wahrscheinlich auch noch schneller, je weniger hier drin sind. Mehr brauche ich nicht tun. Dann brauche ich nur noch hier meine Order drauflegen, klack, und das war's. Ende Gelände. Und das insbesondere, jetzt kommen wir mal hier an den spannenden Teil. Wenn ich mir das hier mal so angucke, wenn das mein, ich sag mal, Einstieg hier unten der Verlustbegrenzungsstopp ist, aber dieses ganze Spiel hier entsprechend mein Gewinnpotenzial ist, also wir reden hier von einem, ja, Verlustbegrenzungsstopp ungefähr von $2, aber von 49 bis 58 rede ich von einem 10 Dollar Gewinnpotenzial, also ein Verhältnis in dem Fall von 1 zu 5. Also nicht 1 zu 1, ne? Also 100 Euro eingesetzt, 100 Euro rausgekriegt. Nee. 100 Euro eingesetzt, 500 Euro rausbekommen. Und das ist das, was risikoarme Trading-Ideen ausmachen. Und das ist auch genau das, was Effizienz im Markt ist. Nämlich, dass wir den Markt scannen nach unseren möglichen oder nach unseren möglichen Setups. Es macht ja gar keinen Sinn. Also es wird kein Mensch, der, ich sag mal, noch alle Sinne beisammen hat, wird ein Geldwechselgeschäft an der Börse anstreben. Also ein Verhältnis von 1 zu 1. Ist ja auch klar, weil wenn ich
im schlechtesten Fall aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung heraus ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1 nehme, aber gleichzeitig auch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung von 50-50 habe, da kann ich auch ins Casino gehen. Ne? Das ist wahrscheinlich spannender und die Frauen sind auch schöner als bei mir vom Bildschirm. Ne? Also insofern, das macht keinen Sinn. Insofern gilt es immer, 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 die entsprechenden Setups möglichst mit einem größeren Chancen-Risiko-Verhältnis rauszusuchen, als das, was man ursächlich gewillt gewesen ist, entsprechend zu präsentieren. Gut, das dazu. Das Gleiche gilt jetzt auch in umgedrehter Art und Weise, nämlich bei einem Abwärtstrend. Hier wieder meinen Pointer anmachen. Im Abwärtstrend suchen wir uns wieder Unternehmen raus. Over 10 Billions meint also über 10 Milliarden. Wir suchen aus der Grundgesamtheit des S&P raus. Von mir aus können Sie auch S&P, Nasdaq, Mini-Dow und Russell nehmen. Wir brauchen eine Week Up, also der Markt muss sich entsprechend erholen, weil wir wollen ja auf der Short-Seite unterwegs sein. Hier würde ich etwas ändern. Also hier würde ich den Preis nicht over 5 Dollar, sondern da würde ich also eher Richtung 20 Dollar raufgehen, um einfach mehr Potenzial, um mehr Fallhöhe zu haben. Wenn wir kurzfristig unterwegs sein würden, würde ich hier auch den SMA 50 einsetzen. Und dann sieht das Ganze in dem Fall, ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele rausgesucht, entsprechend so aus. Auch hier, das ist die Korrektur. Hier ist der mögliche Einstieg. Hier unten ist das Ziel, da sieht man es, ist zumindest mal ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 3. So, und dann kommen wir nämlich zu der sogenannten visuellen Prüfung. Nämlich, was machen wir jetzt auf der kleinen Zeiteinheit? Wir haben hier nochmal eine Aktie, hier jetzt in diesen entsprechenden Aufwärtstrend. Und was machen wir dann? Ich gehe in die kleinere Zeiteinheit rein. In diesem Fall haben wir jetzt hier 30 Minuten. Ich gehe nochmal zurück. Das ist der Aufwärtstrend in dieser Aktie. Und das ist die kleinere Zeiteinheit. So, wenn ich in der kleineren Zeiteinheit meinen Einstieg suche, kriege ich ein noch besseres Chancen-Risiko-Verhältnis, als ich es vielleicht über die normale Aktie über das Tageschart bekomme. Das heißt, ich kann meine Trading-Einstiege noch ein Vielfaches besser nivellieren als das, was ich machen kann, wenn ich über das Tagesstart gehe. Somit bekomme ich ein noch besseres Chancen-Risiko-Verhältnis hier rein. Und hier sieht man, wenn ich hier unten den Einstieg habe, aber hier oben das Ziel, und das ist ja noch aus dem 30-Minuten-Chart, dann komme ich ganz locker auf ein Verhältnis von 1 zu 3 bei so etwas. Und das ist auch eigentlich der Punkt, der es ausmacht, nämlich dass wir immer ein Chancen-Risiko-Verhältnis haben, das größer 3 ist. So, dann kriege ich jetzt ein paar Fragen. Der Harald fragt, wie und wo kann ich denn sowas programmieren? Also, Harald, total einfach. Du nimmst dir einen Chart, so einen. Und jetzt kommt der Punkt, dann druckst du ihn dir aus. Ich meine das tatsächlich ernst übrigens, ne? Also das ist jetzt keine Verarsche. Dann druckst du ihn dir aus, nimmst ein weißes Blatt Papier, legst es daneben und verdeckst es und gehst dann sozusagen Schritt für Schritt und Kerze für Kerze durch und überlegst dir dann, welche Handelssignale willst du daraus handeln? Und dann siehst du ja, nur als Beispiel, dann siehst du, dass der Schlusskurs größer sein muss als der Eröffnungskurs. Du siehst, dass der Schlusskurs größer sein muss als, sagen wir mal, ein SMA 100. Du siehst, wie sich das Handelsvolumen verhält und so weiter und so fort. Und das nimmst du und schreibst es dir auf ein weißes Blatt Papier. Das weiße Blatt Papier ist deshalb so wichtig, weil du damit quasi voll im Fokus bist. Also du lässt dich nicht durch irgendwelche Chart-Software und Bedienung verunsichern, sondern du schreibst dir das auf, was du am Markt siehst und was du als Parameter handeln willst. Dann hast du auf dem weißen Blatt Papier im Endeffekt hinterher eine Situation aufgeschrieben, die du umgangssprachlich, also nehmen wir mal an, du sagst, der Hochkurs soll immer höher sein als der Schlusskurs.
Der Schlusskurs soll größer sein als ein gleitender Durchschnitt. Das sind natürlich alles Sätze, also umgangssprachlich formuliert. Und jetzt nimmst du das, diese umgangssprachliche Formulierung, und baust sie in eine Programmiersprache, ob das NanoTrader ist, ob das ProRealTime ist, ob das NinjaTrader ist. Die haben ja alle ihre eigenen Eigenheiten und setzt es dort schlicht und ergreifend um. Dafür muss man dann entweder die Programmiersprache des jeweiligen Software kennen, was meistens nicht wirklich schwierig ist. Das sind alles If-Done-Bedingungen. Beim NanoTrader haben wir das bereits programmiert für die Reversal und für die Moving Bars. Also die Arbeit ist dir da schon mal abgenommen. Bei allen anderen musst du es quasi freihand machen. Aber so ist die Vorgehensweise. So mache ich das auch. Also wenn ich Handelsideen entwickle, gut, ich drucke sie mir jetzt nicht aus, ne, weil ich mit der Software eigentlich ziemlich gut umgehen kann immer. Aber dann überlege ich mir, was muss der Markt machen, damit er das tut, was ich da beobachtet habe. Gut. Und dann gehen wir eben in die kleine Zeiteinheit. Und hier habe ich nochmal die Verknüpfung dargestellt. Hier haben wir das Tageschart. Und hier haben wir diese kleine Ecke, seht ihr jetzt hier unten diese kleine Ecke, auf dem in dem Moment 30 Minuten Chart. Und die sind natürlich unmittelbar miteinander verbunden, diese beiden hier. Das heißt also, wenn ich hier den Einstieg wähle, habe ich natürlich, wenn ich ans Alte hochlaufe, einen viel, viel besseres Chancen-Risiko-Verhältnis. Das heißt, die visuelle Prüfung auf der kleinen Zeiteinheit findet exakt hier statt. Ich gucke mir das Tageschart an und gehe dann in die kleine Zeiteinheit. Das Gleiche gilt jetzt hier bei der Aktie auch zum Beispiel, wenn ich auf fallende Kurse setze. Hier haben wir es wieder. Das ist das Beispiel von eben. Dann haben wir hier die kleine Zeiteinheit. Und dann gehe ich auch hier wieder die Verlinkung. Ich gucke mir diese beiden Einheiten insbesondere ineinander an. Hier sieht man es. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier ist es ein Aufwärtstrend. Jetzt werdet ihr sagen, ja, Moment mal, du willst einen Aufwärtstrend-Short handeln? Du hast mir doch eben erzählt, das geht nicht. Da muss doch ein Trendbruch sein. Klar, da wird auch ein Trendbruch kommen, wenn nämlich wir hier in der kleinen Zeiteinheit quasi wieder einen Abwärtstrend kriegen. Dann läuft die kleine Zeiteinheit des Abwärtstrends in Richtung des Tagescharts und damit in Richtung des Abwärtstrends. Und wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens läuft der Markt dann tiefer. Wir kriegen einen billigeren Einstieg und wir haben ein größeres Chancen-Risiko-Verhältnis. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, Fazit. Das war jetzt wirklich super easy einfach. Also das, was ich gerade erklärt habe, ist echt kein Hexenwerk. Das mag vielleicht für den ersten Eindruck ein bisschen kompliziert aussehen, ist aber wirklich kein Hexenwerk. Durch diese zwei wirklich einfachen Verknüpfungen, nämlich, dass wir sagen, okay, wir haben die Regeln, so wie wir sie eben besprochen haben, baue ich mir ein Screening auf, was ich an den Computer abgebe. Und das ist eigentlich die Kernaussage, 15 Minuten Training, wenn ich diese Vorarbeit ein einziges Mal geleistet habe, dann brauche ich nachher nur noch meinen PC anschalten, so wie wir das hier gesehen haben, und sagen, okay, alles klar, jetzt gehe ich hier beispielsweise mal keine Ahnung, ins Stundenchart runter und gucke, gibt es denn hier irgendwann einen Aufwärtstrend? Und dann brauche ich nur hier drüber einsteigen. Das war's. Punkt. Und ich glaube, da stimmt mir jeder zu, dass das nun wirklich kein Hexenwerk ist, mir hier aus drei oder vielleicht aus, sagen wir mal, 20, aus 20 Aktien, die auf Tagesbasis sozusagen als Ergebnis hier unten stehen, mir eine entsprechende Aktie rauszusuchen. Das ist definitiv kein Hexenwerk. Und damit hat man als Berufstätiger genügend Möglichkeiten, sich insbesondere am US-Markt entsprechend zu etablieren und am US-Markt entsprechend teilzuhaben. Weil was kann euch denn Besseres passieren? Ihr macht abends, wenn ihr jetzt nach Hause kommt, euer Scanning, so wie das da ist, legt eine Order rein, dann wird die eben ausgeführt oder sie wird nicht ausgeführt. Es gibt ja nur diese zwei Möglichkeiten.
So, und am nächsten Tag guckt er rein und sagt, ja, Order ist ausgeführt worden. Verlustbegrenzungsstopp ist auch gleich mit reingelegt worden. Passiert ja auch automatisch. Kann man ja miteinander verknüpfen. Gewinnziel wird auch mit reingelegt. Damit ist der Drops gelutscht. Das war's. Also, wenn man, und das ist eben dieses Ausrufezeichen, was ich da nochmal mitgeben möchte, wenn man es vom weißen Blatt Papier einmal sauber durchgeplant hat, kann man das super, wahrscheinlich sogar in 10 Minuten erledigen. Oder wenn man geübt ist, so wie jetzt hier, und man hat nur ein paar Werte, dann ist das in 5 Minuten erledigt. Was ich halt immer gerne nochmal mache, ist, dass ich mir das EPS nochmal anschaue, dass ich mir dann nochmal, ich sag mal, begleitende Werte Pair-to-Pair angucke, die da mit reinfließen und so weiter und so fort. Also ich mache schon noch so ein bisschen ringsrum. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist es das, was zählt, insbesondere wenn ich dann mir noch angucke, ob es Quartalszahlen gab oder nicht. Und dann ist entsprechend der Einstieg ja gesetzt. Jetzt kriegen wir gerade noch mal eine Frage von, ja, okay, das ist irgendwie ein Fake-Name, Miss Know-It-All, Frau, die alles weiß. Wo steige ich ein und wo ist der Trigger und wo ist der Stop-Loss? Also, an die Frau, die alles weiß. Der Einstieg ist jeweils für Long gesprochen oberhalb der ausschlaggebenden Periode und der Stop-Loss ist drunter, also da mit dem also mit dem sich ausbildenden Tief. Und jetzt haben wir noch einen Fake-Namen, Max Mustermann. Es sei denn, er heißt tatsächlich so, dann nehme ich alles zurück. Wie lange werden deine Positionen gehalten? Das hängt natürlich immer davon ab, wie lange der Trend läuft. Aber im Regelfall peile ich natürlich das alte Hoch hier oben entsprechend an. Also insofern wäre das hier oben die 57 Dollar mehr oder weniger, ich sag mal, der, ich sag mal, obere Bereich. Gut, weiter geht's im Text. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann darf ich Sie bitten, das oder darf ich euch bitten. Hier ist die, ups, ja, jetzt kann ich das gerade nicht kopieren, macht aber nichts. Und zwar dann über den Kontakt mich entsprechend anschreiben, das Kontaktformular. Dann kann ich Einzelfragen, Einzelschicksale dazu noch so entsprechend beantworten. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist nämlich die Tatsache, dass wir noch eine Umfrage haben. Diese Umfrage ist total einfach, dauert ungefähr 7 Minuten und ist unter simplifiedtrading.com/1. Ich tippe das, kann ich das denn hier, kann ich da eingeben? Habe ich www.simplified schon Trading. alles Hast erledigt? du schon? Natürlich. Ah, super, jo, danke. Es gibt Gesamtgewinne von über 4.000 Euro und das ist keine Fake-Umfrage oder so, also keine Bange, sondern ich möchte einfach gerne wissen, was euch in diesem Börsenjahr interessiert. Möchte daraufhin auch so ein bisschen meine, ich sag mal, Inhalte abstimmen, ob ihr mehr YouTube macht oder mehr Blog oder mehr Webinare. Und das möchte ich einfach wissen, denn auch da bin ich effizient. Ich möchte natürlich nicht quasi an den Teilnehmern vorbei moderieren. Insofern würde ich mich freuen, wenn ihr an dieser Umfrage teilnehmt. Und wenn Fragen sind, wie gesagt, dann könnt ihr mich gerne über das Kontaktformular auch unter simplifiedtrading.com entsprechend erreichen. Habe Gibt ich es auch noch gerade nochmal Fragen dazu? gepostet, den Link zum Bitte? Kontaktformular habe ich auch gerade nochmal gepostet. Ah, super, ja, das ist nett. Gibt es jetzt noch Fragen? Ich will mal gerade mal gucken, ob es da noch was ist. So, ist das Screening vom Thomas, ist das Screening über Finvis nur ein Vorfilter zur Weiterverarbeitung in der Plattform? Nee, Thomas, danke nochmal für den Hinweis. Und zwar, Thomas reflektiert jetzt auf das hier.
Das habe ich extra genommen, weil der eine oder andere, also Finviz ist eine Webplattform, die eigentlich für jeden kostenlos erreichbar ist. Und das habe ich deshalb genommen, um allen Teilnehmern sofort so einen Zugang zu so einem Screener zu gewährleisten. Weil nicht jeder hat die gleiche Plattform und so weiter und so fort. Und um da eine möglichst große Grundgesamtheit reinzukriegen, deshalb Finviz. Theoretisch kann man auch alles über Finviz machen und ihr nehmt dann die sich daraus ergebenden Ergebnisse und tragt sie per Hand in eure Plattform ein. Das würde auch gehen. Finde ich ein bisschen umständlich, aber es würde gehen. Gibt es sonst noch Fragen dazu? Ja, Carsten, Ja. vielen Dank für den schönen Vortrag. Wie immer, sehr, sehr interessant und kurzweilig.